Alarm. Guten Morgen. 0:30 Uhr. 20. August offensichtlich. Der Versorgungsposten wird von schwer bewaffneten Rebellen angegriffen. Um Mitternacht haben sie den Beschuss aufgenommen mit Mörsern und kleinkalibrigen Waffen. Und unsere Aufgabe ist jetzt, den Hubschrauber mit einem Alarmstart so schnell wie möglich von diesem Posten wegzubringen. Wir sind im Moment am Farbsporer und sollen zum Farbskala verlegen. Das ist Steuerkurs 020, 53 Kilometer nach Norden. Ja, wollen wir mal gucken, ob es was wird. Also fangen wir mal an. Diesmal ist der Hubschrauber aus. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Für einen richtigen Startup bleibt jetzt offensichtlich nicht so viel Zeit. Also, um das richtig zu erklären, was ich hier mache. Auf jeden Fall geht es hier ziemlich übel ab. Okay, starten wir mal direkt die APU. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann mal direkt den linken Motor starten. Tracer, ich denke von da hinten kommen die Angreifer. So, nächstes Triebwerk auch starten. Motor dreht sich auch schon, sehr gut. Wir haben hier so ein 80-Gerät, aber im Moment brauchen wir das erstmal noch nicht. Jetzt der zweite Motor nicht. Ja, jetzt. Ja, jetzt ist er an. Dass jetzt auch das noch schief gehen muss. Ja, sobald das Triebwerk hochgefahren ist, können wir starten. Mit Tür zu wird sogar tatsächlich auch noch ein bisschen leiser. So, dann mal das Hub auf Nacht umschalten. Bisschen dunkler. Das Everest hier auch dunkel. So, dann können wir jetzt mit der Nachtsichtbrille auf jeden Fall was anfangen. Okay. Jetzt vollen Schub geben. Generatoren einschalten und erstmal starten. APU müssen wir auch noch ausmachen, da können wir uns aber gleich drum kümmern. So, dann nix wie weg hier. Fahrwerk rein. Und nach Norden 020. Das hat geklappt. Dann war die APU aus. Das
Das war anstrengend. Kurz gucken. Naja, im Moment brauche ich die Nachtsichtbrille gar nicht wirklich. Jetzt will ich hier aber mal mit der Search-Funktion das Scala-Farb auswählen. So, da ist es. Zu. Alles klar. So, jetzt navigieren wir auch nach Scala. Sowas alles haben wir natürlich keine dabei. Komplett leer. War ja ein Alarmstart. Großer Mist. Dann wollen wir jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier bloß noch wegkommen. Stabilitätskontrollen mit einschaltet, dann wird auf jeden Fall auch das ganze Fliegen etwas einfacher und stabiler. Glaube, jetzt habe ich aber alles. So. Ich glaube, die Nachtsichtbrille brauche ich nicht wirklich. Links in diese Waldschneise rein. Das müsste die gleiche Schneise sein wie bei der letzten Mission, wo wir diese Bunker da zerstört haben. Schauen wir mal. Na, ich glaube fast, wenn ich das hier jetzt auch aufnehme, ist es ja besser, wenn ich mit Nachtsicht fliege, damit man auch ein bisschen was sieht. Also mache ich es mal an. Ich gehe noch weiter durch das Tal. Гром-2, я Заря-8, у нас нападение на комендатуру, разбита подстанция, плотный стрелковый огонь, работает снайпер, как понял? Заря-8, ситуацию понял, доложите потери. Гром-2, у нас 3 двухсотых и 8 трехсотых, повторяю, 3 двухсотых и 8 трехсотых, подбит БТР, как понял? Заря-8, вас понял. У нас тоже напряженная обстановка. Где 5 обстрелов уже 2 часа. Один командир 15. Гром-2, просим помощь! Заря-8, без паники, помощь вышла. При проходе третьего сообщу.
Das Schlimme ist, wir können unserer Basis hier nicht mal helfen. Wir haben keine Bewaffnung dabei. Headset. Aber atmosphärisch ist es allemal. Заря 8, держите оборону. Помощь уже в пути, уже в пути. Карачаев подняли 120-ю роту. Держитесь. Hat sich offensichtlich die Aktion aus der letzten Mission als schlechter Plan erwiesen. Hat denen nicht so gefallen. Standby SAI an. Einige Sachen im Startup jetzt vergessen, aber war auch ein bisschen anstrengend. Der zweite Hubschrauber ist jetzt auch wieder in Position. Mal gucken, wie weit soll es noch sein? 24 Kilometer. Вы там уснули, что ли? Где помощь? На тут всех сейчас накроют нас! Высылайте перевал, говорю! Высылайте перевал! Заря 8, не паникуйте, ждите помощи. Ориентировочно 40 минут, 40 минут. 35, перевал по населенке, замечено движение. Отработайте по одному, отработайте по одному. Drehen Sie alle durcheinander. Also es gibt offensichtlich ein Flugzeug, was hier jetzt unterstützt. Das ist noch 40 Minuten weg. Принял. Работайте по высотке, работайте по высотке. Und alle brauchen Hilfe. Wenn wir hier den Farbflare-Dispenser einschalten, dann kann man so farbige Flares abschießen. Wobei, nachdem was ich bis jetzt gesehen habe, beleuchten die leider die Umgebung nicht wirklich. Давайте еще по одному. Смотрите, левее, левее. Oh, was ist hier passiert? Ah, da hat mir jemand Flares abgeschossen. Da baumeln sie. Hier kommen die offensichtlich her. Cool. Ah, da vorne auf dem Everest ist jetzt auch schon das Farb zu sehen. Ich kann ja auch mal eine weiße abwerfen. Gefällt sie.